Und sie kam dann in eine neue Schule. Ja. Können Sie sich dann noch an die ersten Schultage erinnern? Furchtbar. Ich wollte nach Hause. Es war ganz schlimm. Ich habe nichts verstanden. Ich kam da an. Alle reden. Was reden die? Ne? Ich verstehe nichts. Ich weiß nur halt, die Lehrer waren ganz nett und die Schüler. Es waren anfangs auch nur leider Ausländer, die mit mir Kontakt hatten. Die deutschen Kinder anfangs sehr, sehr wenig. Haben auch irgendwie so Berührungsängste gehabt und haben dann auch auf Abstand sind die halt gegangen und haben mich ein bisschen ignoriert. Wie haben Sie dann Deutsch gelernt? Ich hatte Sprachkurse, ganz viele, wo andere Kinder dann halt, die hatten Deutsch, Geschichte und ich hatte Sprachkurse. Das war dann zum Glück in der Schule so eingerichtet mit anderen Kindern und dann haben wir dann zusammengesessen, alle Altersklassen und haben Deutsch gelernt. Kinder aus allen möglichen Ländern, oder? Also bei mir, meine ich, waren es mehr auch russische Kinder, ja. Aber war das dann nicht auch das Problem, dass man dann dadurch keinen Kontakt zu Deutschen hatte, wenn man immer in diesen Sprachkursen mit anderen russischen Kindern zum Beispiel saß? Oder? Irgendwo schon. Andererseits aber, wenn ich gar nicht weiter wusste, hat mir das andere Kind, das schon länger dabei ist, dann geholfen, gesagt, hier, die meint jetzt das und das. Das war schon eine Hilfe, weil die Lehrer, die waren Deutsche, also da, die haben mit uns Deutsch gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Russisch konnten. Ich meine nicht.